Du hast nicht alle Puppen in diesem Film selbst gespielt. Nee, ich habe natürlich meine Puppen gespielt. Und dann, wie gesagt, gab es ja noch dieses Kasperl-Ensemble, also das sind wirklich die klassischen Kasper-Puppen. Und die wurden von, ja, ich sag mal so der Crème de la Crème der deutschen Puppenspielzunft gespielt. Also auch zwei, unter anderem zwei ehemalige Professoren von mir, Kasper und Seppel, wirklich großartige Puppenspieler. Ja, also ein tolles Ensemble. Kaspar und Seppel. Ich reise ab. Ich auch nicht. René, was machst du? Ach, der. Was hast du vor? Geht's auch nach Indien? Nee, ja, keine Ahnung, vielleicht. Nee, reisen werde ich auf jeden Fall mal. Und ansonsten habe ich im September schon die nächste Premiere. In Halle mit Tarzan. Zusammen mit Reinhard Grebe, also ich spiele Tarzan, Reinhard spielt den Clayton und dann noch Tilla Krathoffel, die spielt die Großmutter in dem Film. Das sind alles ehemalige Kommilitonen von mir und da führen wir Tarzan wieder auf. Als Musical? Also so wie Also es gibt auch Songs auf jeden Fall, aber es ist fast eher eine szenische Lesung, die sich aber dann auflöst. Es gibt auch Puppen, ich spiele zum Beispiel eine ganze Affenhorde. Wer wird Jane? Das ist Tilla. Na, Kartoffel.